Der glanzlose Sieg von Amtsinhaber Emmanuel Macron bei den französischen Präsidentschaftswahlen weckt zwiespältige Gefühle. Zum einen Erleichterung darüber, dass der EU und dem Westen das Chaos erspart bleibt, das eine rechtsextreme Präsidentin Marine Le Pen hätte verursachen können. Zum anderen zeigt der Wahlausgang deutlich, wie tief die französische Gesellschaft gespalten ist. Macron muss dieses Problem dringend angehen. Allerdings fragt es sich, ob der ehemalige Investmentbanker dafür der richtige Mann ist. Viele empfinden ihn als arrogant und weit weg von ihren Existenzsorgen. Es wächst die Kluft zwischen Stadt und Land, zwischen Habenichtsen und Eliten. Fehlende soziale Mobilität befeuert das Problem der Banlieue wie des Islamismus. Wie kann Macron Frankreich die Idee von sich selbst zurückgeben? Das ist unser Thema in NZZ-Stammpunkte. Herzlich willkommen. Unser Gast heute ist die französische Politologin Claire Demesme. Sie forscht am Centre Marc Bloch in Berlin. Herzlich willkommen, Frau Demesme. Vielen Dank. Beginnen wir mit ein bisschen Wahlarithmetik, denn die ist, um es ehrlich zu sagen, ja recht beängstigend. Mehr als die Hälfte der Franzosen hat im ersten Wahlgang für Le Pen, Seymour und Mélenchon gestimmt, also für die drei Kandidaten der radikalen Rechten und der radikalen Linken. Wie kann so etwas in einem Land wie Frankreich passieren? Sie haben recht, das ist eine wichtige und gute Frage. Es gibt eine andere Zahl, die man noch erwähnen könnte, und zwar die Zahl der Enthaltung. Die ist relativ hoch für so eine Wahl. In der Regel die Präsidentschaftswahl in Frankreich zieht die Wählerinnen und Wähler. Also das ist eine Wahl, die interessiert, die mobilisiert. Und diesmal war die Enthaltung noch ein Tick höher als sonst. Und vor allem, wenn man sich die gesamte Konstellation anguckt mit einer Krisensituation jetzt, könnte man denken, die Leute haben Lust, zur Wahl zu gehen. Das war nicht der Fall. Das war auch ein sehr schwacher Wahlkampf mit, ich fand, zumindest wenigen Argumenten. Also die Frage, warum? Ich denke, die Systemkritik hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Systemkritik gegen die Elite bzw. die Eliten in Frankreich und auch etwas ein tiefes Malaise in der französischen Gesellschaft und sehr viel Misstrauen gegenüber Institutionen, gegenüber Akteuren des politischen Lebens. Und was ist so schlimm an den französischen Institutionen und den französischen Eliten? Naja, wenn Sie mich fragen persönlich, ich bin zur Wahl gegangen und habe mich auch nicht für populistische Parteien entschieden. Aber was ist so schlimm? Ich denke, seit Jahrzehnten ist das Gefühl in einem immer größeren Teil der Gesellschaft da, das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Frankreich ist im Gegensatz zu der Schweiz sehr vertikal organisiert. Paris und es gibt den Rest des Landes. Und viele Menschen fühlen sich einfach nicht ernst genommen, fühlen sich auch nicht vertreten von diesen Institutionen. Und das führt dazu, Jahr für Jahr, dass viele sich einfach so, ja, nicht mehr engagieren oder nicht mehr interessieren. Aber das hört man ja nun inzwischen schon sehr lange. Ja. Also der letzte Wahlkampf, an den ich mich erinnere, wo das noch nicht so eine Rolle spielte, war der erste Wahlkampf von François Mitterrand, der noch auf einem Ticket gewonnen hat, wo man sagen konnte, er hat eine breite Gruppe der Gesellschaft umfasst. Aber ab den Nullerjahren hat man dann ständig gehört, eben Kritik an den Eliten, Kritik an den Institutionen. Ja, wieso ändert sich da nichts dran?
Ja, weil das hat viel mit dem System zu tun. Und ein System ändert man nicht so leicht. Und ich meine, Macron hat vor 5 Jahren seine erste Wahl gewonnen, als er sich gegen das System positioniert hat. Aber er ist Teil von dem System. Also so einfach kann man ich meine, Frankreich ist ein großes Land, stark institutionalisiert. Der Staat als solcher spielt eine sehr, sehr große Rolle. Es gibt auch viele Hoffnungen in dem Staat, dass er von der Bevölkerung, dass Änderungen dann passieren. Und das ist so ein Teufelskreis. Passiert nicht, also führt es zu Frustration. Und dann wird das Ganze immer verkrampfter. Aber das ist ja irgendwie ein bisschen abstrus. Zum einen kritisieren die Franzosen die staatlichen Institutionen qua Wahlausgang. Zum anderen erwarten sie aber vom Staat ja dann doch, dass er mit allen Sozialleistungen ihnen ein gutes Leben ermöglicht. In dieser Schizophrenie gibt es da einen Ausweg? Also was Sie jetzt beschreiben, das ist genau der Punkt. Diese Erwartungen an den Staat, an die Politik, diese Erwartungen sind sehr hoch. Und gleichzeitig kritisiert man den Staat oder die Politik oder auch die Akteure des wirtschaftlichen Lebens, weil nicht viel passiert. Und es ist schwer, da wirklich Bewegung ins Spiel zu bringen. Ich denke, das ist möglich, indem man eine andere Art von Regierungsarbeit hat. Das ist auch natürlich nicht ganz einfach, weil man braucht eine Verfassungsänderung unter anderem. Es ist seit ein paar Jahren immer wieder die Rede von einer anderen Republik, von einer anderen Art und Weise zu regieren. Oder einfach die Bürgerinnen und Bürger besser einzubeziehen mit Referenden zum Beispiel, also mit einer anderen Art von Partizipation. Aber dann, wenn es um die Umsetzung geht, dann ist das natürlich viel, viel schwieriger. Aber ich denke, das ist eine Baustelle auf jeden Fall jetzt kurzfristig für die nächste Zeit. Ein Anfang wäre es, wenn der Präsident ein wenig zugänglich wirken würde und nah bei den Bürgern. Nun hat der Amtsinhaber Macron den Spitznamen Jupiter. Also er ist ganz weit weg. Wieso, obwohl es ganz klar ist, dass es auch eine Vertrauenskrise ist zwischen Bürgern und Staat, wieso schafft es dann der erste Mann im Staat nicht, genauso ein bisschen rauszugehen und Vertrauen zu schaffen? Ja, auch gute Frage. Der Spitzname Jupiter, also das ist ein Spitzname, den sich Macron selber gegeben hat. Also das heißt, das ist für ihn kein Problem, sich so zu sehen, sich so zu positionieren. Und die Institutionen Frankreich tragen dazu bei, dass man sich auch so als Präsident verhält, weil der Präsident sehr viel Macht hat in so einem Land, weil der Premierminister oder die Premierministerin, mal sehen, was kommt, eher eine untergeordnete Rolle spielt und weil das Parlament hat nicht eine so entscheidende Rolle wie in anderen Ländern. Also ich meine, es gibt so institutionell wird ein solches Verhalten einfach ermutigt. Und dann gibt es natürlich eine Frage der Persönlichkeit. Und Macron ist ein Mann, der wenn er sich natürlich verhält, der eben diese Volksnähe nicht hat. Er wurde anders sozialisiert, Sie haben es gesagt in der Anmoderation, Investbanker, das trägt auch dazu bei, dass er diese Volksnähe nicht hat. Und das ist wirklich, denke ich, für ihn fast kontranaturell, sich auch so auf die Straße zu gehen, mit den Menschen auf Augenhöhe zu reden. Das politische System ist abgehoben, der Amtsinhaber ist abgehoben. Das klingt nicht nach einer leichten Lösung. Lassen wir daher das mal für einen Moment beiseite und gucken uns auch noch mal die anderen an. Also die Parteien, die
ehemals staatstragenden Parteien, die gemäßigten Sozialisten und die gemäßigten Konservativen, sind ja bei dieser Wahl förmlich ausradiert worden. Ja. Ist das jetzt nur die Krise zweier Parteien oder zerbröselt da gerade die gesellschaftliche Mitte? Ich denke, die Parteienlandschaft vor allem ist in einer Krise. Also das, ich will nicht zu weit gehen und sagen, das zeigt viel über die gesellschaftliche Mitte. Sondern diese Strukturen, diese klassischen Strukturen funktionieren nicht mehr. Also diese Zwischeninstitutionen oder diese Institutionen, die Bürgerinnen und Bürger vertreten, das gilt für die Parteien, für die zwei klassischen oder traditionellen Parteien, die Sie erwähnt haben, die Sozialisten und die Konservativen, also die Republikaner. Das gilt auch für andere Institutionen, wie die Gewerkschaften zum Beispiel. Sie sind schwach in Frankreich. Ich weiß, das mag vielleicht überraschen, wenn man sieht, wie Proteste und wie Streiks aussehen in dem Ausmaß. Aber Gewerkschaften sind auch schwach. Also es fehlt an Zwischenstrukturen. Und die Änderungen, die krassen Änderungen der Parteienlandschaft haben auch damit zu tun, dass die Spaltungen, dass die Trennlinien anders werden. Die klassische Trennlinie, also links und rechts, die ist immer noch da, aber die wird auch durch eine andere nicht ersetzt, aber es gibt zusätzlich eine andere dazu. Und das macht das Ganze viel komplizierter. Ich finde, da erwähnen Sie etwas sehr Spannendes, weil Sie sagen ja eigentlich, fehlt in Frankreich das, was Lenin mal die Transmissionsriemen in die Gesellschaft genannt hat. Also das Parlament ist schwach, die Gewerkschaften sind schwach, Kirchen sind wie in anderen Ländern unterdessen auch schwach. Also all das, was zwischen einer Regierung, die in allen Ländern ein gewisses Maß an Abgehobenheit hat und einer Gesellschaft vermitteln kann, das fehlt in Frankreich. Ja, auf jeden Fall. Und man könnte noch weitergehen und sagen, das Vereinsleben ist auch viel schwächer als in anderen Gesellschaften. Also wenn ich mit Deutschland zum Beispiel vergleiche, ganz einfach Sportvereine, Kulturvereine, die sind in Frankreich schwächer oder schwächer geworden. Und das ist eben die Frage. Und das ist vielleicht auch eine Antwort auf eine Ihrer ersten Fragen. Wie kann man das ändern? Das ist eben schwer, das zu ändern, weil strukturell muss sehr, sehr viel passieren. Und das hat mit der Verfassung zu tun, das hat auch mit der Organisation von der ganzen oder von dem ganzen gesellschaftlichen Leben. Und sowas kann man überhaupt nicht von heute auf morgen korrigieren und verändern. Das klingt nach Mission Impossible. Gibt es irgendeine Idee, wie man das überwinden kann? Oder sagen Sie jetzt eigentlich in sehr gesetzten, gewählten Worten, das geht jetzt einfach so weiter und mal schauen, was passiert? Nein, das sage ich nicht. Als Politologin versuche ich auch optimistisch zu bleiben und dann in die Zukunft positiv zu denken. Also ich denke, das kann man ändern, aber erstens nicht so schnell und zweitens nicht mit einfachen Lösungen. Ich denke, eben weil diese Erwartungen an den Staat, an die Politik doch groß sind in Frankreich, hat der Präsident, die Präsidentin, also in dem Fall der Präsident, eine sehr große Rolle zu spielen. Und ich hoffe wirklich, dass die Botschaft angekommen ist, jetzt im Élysée-Palast, und dass dieser Habitus sich ändert von Macron. Also das wäre schon sehr viel gewonnen. Und dann auch die Frage nach der Partizipation. Ich denke, es gibt jetzt wirklich Hoffnung von großen Teilen von der Gesellschaft, sich zu beteiligen, das Wort zu ergreifen. Das hat man in der Bewegung, also
ich wollte fast sagen, der Krise der Gelbwesten, aber um neutral zu bleiben, würde ich sagen, in der Bewegung der Gelbwesten. Es gab wirklich diese Forderung, es gab diesen Wunsch, das Wort zu ergreifen, sich zu äußern, mitzumachen, mitzuspielen. Und wenn die Regierung das zulässt, nicht in der Form von Protest auf der Straße natürlich, sondern organisierter, dann kann das, also wir kennen alle diesen Katharsis-Effekt, wo die Leute sich äußern können erstmal. Ich denke, das kann natürlich auch sehr viel dazu beitragen, dass diese Lage sich ändert. Wir sehen ja in der Wahl ein gewisses Muster, nämlich Zentrum des Landes gegen die Peripherie, oben gegen unten. 80% der Kaderangestellten haben für Macron gestimmt, 70% der Arbeiter haben für Le Pen gestimmt. Das reiche Paris stimmte für Macron, der arme Norden und Nordosten des Landes stimmte für Le Pen. Frankreich ist schon ein extrem gespaltenes Land, oder? Ja. Ja, diese Spaltungen sind da, diese Spaltungen sind alt und diese Spaltungen gehen in die Tiefe. Und was Sie beschreiben, also Stadt gegen oder Stadt versus Land, das gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch, man spricht immer mehr von der Peripherie, also von den Menschen, die sich nicht mehr das Leben in der Stadt leisten können, die auch nicht auf dem Land leben, sondern in der Peripherie von den Städten. Das gibt es überall. Aber in Frankreich nährt dieses Phänomen Frustration und auch Ängste. Die Angst vom Abstieg, vom sozialen Abstieg, aber ich denke sogar vom kulturellen oder vom identitären Abstieg. Und wenn diese Ängste da sind, also wir wissen alle, dass Emotionen in der Politik natürlich eine zentrale Rolle spielen, aber es ist auch schwer, gegen Emotionen zu argumentieren. Da spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Und, so wie Sie ja sagen, es fehlen die intermediären Institutionen, also zum Beispiel auch die Regionen, die dann entsprechend für die abgehängten Regionen sprechen könnten. Also es gibt ja das schöne Beispiel von Bordeaux, das nach einer Zeit von einer langen, ja, von einem Niedergang in den letzten Jahren wieder sehr gewachsen ist, wieder eine Boomtown ist und viele Leute anzieht. Aber 70 Kilometer im Westen von Bordeaux hat Marine Le Pen eine absolute Hochburg. Ja. So wie Sie das beschreiben, gibt es auch keinen Weg daraus, weil die Hochburg von Marine Le Pen bleibt abgehängt. Naja, einmal abgehängt heißt nicht für immer abgehängt. Und ich meine, deswegen ist die Politik da. Es gibt auch Maßnahmen, es gibt Maßnahmen in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik. Es hat auch mit einem gewissen Diskurs zu tun. Und also ich finde sie sehr, sehr pessimistisch. Ich meine, wenn die Politik nicht da wäre, wenn die Wirtschaft nicht da wäre, ja, aber ich bin nicht pessimistisch, nein? Ich höre Ihnen nur zu. Ach so. Und wenn ich mir da so anhöre, was alles die Probleme sind, ja, auch die institutionellen Probleme, dann sehe ich einfach keinen Ausweg. Und man sieht, ich sehe nicht einmal eine Person. Ein Ausweg kann durch eine Reform der Institutionen kommen, er kann durch eine charismatische Person kommen. Ich sehe weder jetzt das eine noch das andere wirklich. Ja, die Probleme sind da, auf jeden Fall. Also da sind wir uns einig. Und also ich stehe zu meiner Beschreibung der Lage und will sie überhaupt nicht schön kann. Ich sehe überhaupt nicht schönreden. Aber ich denke, man muss wirklich diese Zeitperspektive haben. Und Sie haben Bordeaux erwähnt. Bordeaux hat sich auch stark entwickelt. Das war eine Stadt, wo nicht so viel passiert war, jahrelang. Und es ist dann nicht plötzlich, aber Jahr für Jahr hat sich die Stadt entwickelt, ist auch gewachsen.
Es sind viele, es sind Unternehmen in die Stadt gekommen, es sind auch neue Menschen und inzwischen ist Bordeaux eine lebendige Stadt und es geht den Menschen gut. Also ich denke, sowas ist auch möglich, aber natürlich muss man diese Peripherie, dieses Frankreich der Peripherie, um den Ausdruck vom Geografen Guy zu verwenden, umstritten, aber gut, man muss dieses Frankreich der Peripherie unbedingt in den Fokus nehmen. Und das ist bis jetzt viel zu wenig passiert. Noch einmal, das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber das ist ein Prozess und nein, ich kann und will die Hoffnung da nicht verlieren. Vor 5 Jahren war Macron neu und unverbraucht und mit ihm verbanden sich sehr viele Hoffnungen. Mittlerweile ist ja dieser Nimbus etwas verblasst. Viele haben ihn nicht seinetwegen gewählt, sondern weil die Alternative noch schlimmer war, also faute de mieux. Wo liegen seine Schwächen, außer dem, was wir jetzt schon besprochen haben, der Abgehobenheit? Oder ist das das Einzige? Hat er noch andere Schwächen? Ich denke, die Art und Weise, wie Macron die Politik versteht, ist wie immer eine Schwäche und eine Stärke. Aber in dem Fall ist eine Schwäche, weil er vor allem technische Antworten auf Probleme hat. Zum Beispiel in der Wirtschaft. Dann kommt er mit Mechanismen, mit technischen Lösungen. Und wie vorhin gesagt, Politik lebt auch von Emotionen. Lebt von nicht nur von Rhetorik, also er ist ein großartiger Rhetoriker, aber auch von Empathie, mit den Menschen kommunizieren. Und das ist was anderes, das ist ein bisschen anders als Arroganz oder Abgehobenheit. Mhm. Es geht wirklich um diese Lösung, wie man tickt, Politik, wie der Ansatz in der Politik ist. Also ich denke, das ist etwas, was fehlt und was er auch dringend ändern soll. In der Politik haben aber eher die Antitechnokraten, wenn man mal von Italien absieht, eigentlich eher die Antitechnokraten Erfolg. Weil es genau das ist, was Sie sagen, es ist Empathie. Helmut Kohl war kein riesiger Rhetoriker, aber er vermittelte den Leuten das Gefühl, einer von ihnen zu sein. Lässt sich da noch etwas dran ändern bei Macron? Oder glauben Sie, er wird jetzt auch seine zweite Amtszeit genauso technokratisch durchziehen? Also zuerst einmal sind die Standards in den Ländern unterschiedlich. Also was Sie für Deutschland sagen mit Kohl, ich denke, das wäre für Frankreich schon schwieriger. Sie wissen, um Präsident zu werden in Frankreich, muss man ein Buch geschrieben haben, man muss eine gewisse Rhetorik beherrschen. Also die Kommunikationsstile sind andere und die Forderungen sind andere. Aber trotzdem, um Ihre Frage zu beantworten, ich denke, genau dieser Punkt wurde in den letzten Tagen und Wochen seit dem ersten Wahlgang in Frankreich viel kommentiert. Und das ist nicht mehr neu, das ist kein Geheimnis. Also ich denke ja, dass, ich weiß nicht, ob er das kann, ob Macron das kann, aber zumindest ist die Botschaft in seiner Umgebung und im Élysée-Palast auch angekommen, dass eben eine andere Art und Weise, Politik zu machen, notwendig ist. Das hat mit ihm, mit seiner Person zu tun, aber auch mit seiner Umgebung. Und jetzt ist die Frage, wie die Regierung sein wird, wer daran teilnimmt. Natürlich Minister, aber auch Berater, Beraterinnen. Und das ist wichtig. Öffnung in Richtung Zivilgesellschaft, Öffnung in Richtung andere Parteien. Und das wird eine entscheidende Rolle spielen. Allerdings bestimmt eher nach der Parlamentswahl, weil jetzt ist das eine provisorische Situation.
Glückliche Schweiz kann ich da nur sagen. Wir erwarten von unseren Bundesräten nicht, dass sie vorher Bücher geschrieben haben, weil in Deutschland sieht man ja bei Annalena Baerbock, das kann grässlich schief gehen. Also vielleicht darf man von seinen Politikern auch nicht zu viel erwarten. Man kann auch Bücher schreiben, ohne zu plagieren. Also das ist möglich. Ja, dann braucht man aber Zeit dafür. Das stimmt. In der Mitte der Gesellschaft, also bei den zwischen 25 und 65, bei der arbeitstätigen Bevölkerung, lagen Le Pen und Macron relativ gleich auf. Macron hat dann vor allen Dingen dank der Alten gewonnen. Das ist ja eigentlich nicht sehr ermutigend für die Zukunft. Oder bin ich da schon wieder ein Schwarzseher? Na, Sie sind schon ein Schwarzseher. Inzwischen habe ich das verstanden. Aber ja, das ist eine große Herausforderung jetzt, um das auch neutral zu sagen, die Jugendlichen zu erreichen. Wir reden jetzt eher von der Stichwahl. Und das ist ein bisschen trügerisch, weil da sieht man Macron und Le Pen. Wenn man sich den ersten Wahlgang anguckt, da gab es auch diese anderen Parteien. Und viele der Jugendlichen haben sich auch für Mélenchon entschieden. Also links, radikal, sehr kritisch, was die europäische Integration angeht. Und das zeugt auch von einem Malaise. Also wenn man sieht, Enthaltung sehr hoch bei der Jugendlichen, also die erste Partei war oder ist bei den Jugendlichen in Frankreich die Enthaltung. Mélenchon, linksradikal, und auch Le Pen. Und da sieht man, dass es hat mit Perspektive zu tun, mit Hoffnung, ja, und auch mit der Vermittlung von Träumen und von Visionen. Also das ist ein Problem. Und ohne die Jugend mitzunehmen, das wird ja schwierig sein. Aber man kann das auch anders formulieren. Wenn man die Jugend mitnimmt, dann wird das funktionieren. Wenn wir jetzt gerade mal bei der Jugend bleiben, ja. Was sind für die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen die wesentlichen Probleme? Sind das wirtschaftliche Probleme, dass sie ausgeschlossen sind vom Arbeitsmarkt, dass sie nicht hineinfinden? Oder sind das auch eher kulturelle Fragen, Fragen der Identität? Also das ist schwer, wie in jedem anderen Land, von der Jugend zu reden. Und ich denke, ausgerechnet in Frankreich gibt es wirklich sehr klare Unterschiede zwischen den Gruppen in der Jugend. Und ein Teil der Jugend, also sozial benachteiligt, haben ja wirklich Probleme. Und das sind eher diejenigen, die sich nicht vertreten fühlen. Ganz logisch. Und es gibt auch die Jugend aus höheren Sozialschichten oder aus den besten Milieus. Und da hat man mit einem ganz anderen Phänomen zu tun. Also das ist wichtig zu unterscheiden. Wenn man das sagt, dann, wenn man auf eben die Jugend guckt, die sich nicht vertreten fühlt, das hat mit Wirtschaft zu tun, auf jeden Fall. Der Arbeitsmarkt ist für Jugendliche in Frankreich nicht so offen wie in anderen Ländern. Auch da vergleiche ich gern mit Deutschland. Das Bildungssystem hat große Schwächen. Also das wird eine der großen Baustellen sein. Das Bildungssystem ist in Frankreich in diesem republikanischen Mythos, wenn ich den Ausdruck nutzen darf, in dem republikanischen Mythos spielt die Schule und das Bildungssystem eine entscheidende Rolle für den sozialen Aufstieg. Dieses System funktioniert jetzt nicht gut. Und ausgerechnet oder gerade für diesen Teil der Jugend ist das ein Problem. Sie haben zu wenig Berufslehre, würde ich sagen, und ja, zu viel junge Akademiker, die dann gar nicht benötigt werden. Ja, genau. Aber auch das ist ein altes Problem. Ja, das ist ein altes Problem. Und, aber der Fakt, dass das ein altes Problem ist, bedeutet nicht, dass man das nicht korrigieren muss und kann. Und das ist ja eine dringende Baustelle. Also Berufslehre, wie Sie sagen, dieses Ziel, dass 90% oder eigentlich mehr von den Jugendlichen ein Baccalaureat erreicht, also
Für Deutschland wäre das Abitur, in der Schweiz weiß ich nicht. Matura. Ah, gut, so habe ich was gelernt. Das ist ein Ziel, das zwar realistisch ist, also das funktioniert, aber dann zu einer Schieflage führt. Und das ist etwas, das geändert werden soll. Dazu kommen Themen wie, und das ist eher bei einem anderen Teil von der Jugend, Themen wie Ökologie, Klimawandel. Diese Themen wurden von in den letzten Jahren politisch nicht wirklich behandelt. Und das ist auch, denke ich, jetzt einer der großen Baustellen für Macron in seiner zweiten Amtszeit. Kommen wir zu einer weiteren Baustelle. Der Aufstand der Gelbwesten entzündete sich ja sehr stark an der Erhöhung der Steuern für Benzin. Nun hat Le Pen ihren Wahlkampf ganz wesentlich mit der sinkenden Kaufkraft gemacht. Und wir wissen, mit der steigenden Inflation und den nicht so furchtbar rosigen Wirtschaftsaussichten im Gefolge des Ukraine-Krieges wird sich dieses Problem eher akzentuieren. Heißt das, nach dem Gelbwesten-Aufstand ist vor dem Aufstand der Gelbwesten? Ich weiß nicht, welche Farbe die Westen haben werden, aber ich denke, dass sich einiges auf der Straße abspielen werden kann in Frankreich in den nächsten Monaten. Ja, das haben Sie richtig geschildert. Also das Thema Kaufkraft war zentral in dem Wahlkampf in den letzten Wochen. Und das war das Hauptanliegen von den Gelbwesten, nicht nur. Das Thema Partizipation und Beteiligung war auch sehr wichtig, aber Kaufkraft war das Hauptanliegen. Und interessanterweise ist diese Bewegung viel ruhiger geworden. Die Pandemie hat auch dazu beigetragen. Und gleichzeitig ist das Thema geblieben und wurde politisiert, ist dann zum Hauptthema des Wahlkampfes geworden. Also die Bewegung sieht man nicht mehr, aber das Thema von der Bewegung ist noch größer. Ist noch größer geworden. Hat Macron schon signalisiert, dass er, und er muss in diese Richtung handeln, auf jeden Fall, weil er weiß auch, wie explosiv die Lage werden kann. Also er wird versuchen, da einfache Menschen zu entlasten, damit es nicht so weit kommt. Aber trotzdem, es bleibt das Thema, also Kaufkraft, Sie haben gesagt, Inflation wird da noch das Thema verschärfen. Rentenreform, das ist nach wie vor eine Baustelle für Macron. Diese Themen, die Konvergenz von diesen Themen, kann sehr schnell zu Protest führen nach der Parlamentswahl. Und es sind schon Parteien da, wie von Mélenchon und wie von Le Pen, die bereit sind, natürlich da mitzumachen. Das haben Sie jetzt gesagt, nicht ich. Die Lage kann explosiv werden. Was kann Macron was kann er dagegen machen? Beziehungsweise das, was er dagegen wahrscheinlich machen wird, ist, er gibt dort ein bisschen Sozialmaßnahmen, er lässt dort die eine oder andere schmerzhafte Reform auf sich beruhen. Aber das verschärft ja dann die langfristigen Probleme. Also ich habe gesagt, die Lage kann explosiv sein und nicht wird zwangsläufig explosiv werden. Aber ja, Sie haben recht. Wie kann man dagegen handeln? Sozialpolitik auf jeden Fall. Das heißt, da wird sich Macron weniger liberal, wirtschaftsliberal zeigen, als er es in den Anfängen von seiner ersten Amtszeit gemacht hat. Weil der Bedarf an Schutz, ich denke, das ist sehr wichtig, Protektion, Schutz ist in diesem Land, in Frankreich, extrem, extrem wichtig. Und er wird auch versuchen, den Hebel der Europapolitik zu nutzen. Sprich, und das ist seit schon einer Weile eine Forderung von der französischen Politik, gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen oder gemeinsame Projekte in der Industriepolitik, in der Energiepolitik, in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu entwickeln und auch mit gemeinsamen Anleihen. Und das ist kein einfaches Thema, weil natürlich stößt es auf Widerstand in anderen Ländern, angefangen mit Deutschland. Aber ich denke, das ist
so ein Weg, den Macron versuchen wird zu gehen. Das heißt, also er glaubt, dass die Lösung seiner Probleme das deutsche Geld ist. Das glauben aber auch viele andere Europäer. Ich weiß nicht, ob das so richtig funktionieren wird. Naja, das war jetzt ein bisschen verkürzt gesagt. Ich finde, das ist überhaupt nicht verkürzt. Das ist die Realität. Gemeinsame Anleihen, gemeinsame Industriepolitik, das ist immer eine Nivellierung nach unten, um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit einzugrenzen bzw. um von ihr zu profitieren. Ich finde das eine durchaus zulässige Verkürzung. Aha. Die Wirtschaftsdynamik oder die Mechanismen hinter der Wirtschaftsdynamik sind oft komplexer als nur, man nimmt Geld von einer Seite und dann investiert man in dem anderen Land, weil Deutschland profitiert auch durchaus und sehr klar vom Binnenmarkt, vom europäischen Binnenmarkt und von diesen Handelsbeziehungen. Das Geld kommt auch zurück nach Deutschland. Das ist unbestritten, aber auf der anderen Seite gab es mal so etwas wie Maastricht-Regeln, auf die man sich verständigt hat. Und was Sie sagen ist, Frankreich wird, was man ja jetzt schon sieht, versuchen, diese Regeln so weit wie möglich loszuwerden. Nicht so direkt. Also natürlich, es gibt diese, also die Maastricht-Regeln, es geht darum, die Staatsverschuldung zu begrenzen. Das ist das eine. Macron hat auch im Wahlkampf gesagt, dass er versuchen wird, den Schuldenberg Frankreich da runter zu bringen. Also ich denke, dass das auch als ernst gemeintes Ziel so gedacht ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite, und das hat mit Maastricht eigentlich nicht viel zu tun, diesen Mechanismus der gemeinsamen Anleihen. Und dieser Mechanismus wurde in der Corona-Krise als Reaktion auf die Situation in der EU, in den europäischen Ländern, wurde eingeführt. Erstmal provisorisch, also als Provisorium. Und da streitet man sich oder hat man in der EU unterschiedliche Ansichten, wie man damit jetzt weiter umgeht. Soll das verstetigt werden oder ist das wirklich nur als provisorisches Instrument gedacht? Wenn man sieht, wie der Investitionsbedarf ist in vielen Bereichen, auch wegen des Krieges in der Ukraine, da stellt sich die Frage natürlich auch anders, auch in Ländern, die traditionell dagegen waren. Aber das hat natürlich schon sehr viel, die Frage der Anleihen mit Maastricht, zu tun. Denn Maastricht hat eine Transferunion eindeutig ausgeschlossen. Die gemeinsamen Anleihen sind eine Transferunion durch die Hintertüre. Und das wird in dem Land, in dem Sie leben, werden diese Worte, die Sie jetzt da gerade sehr deutlich aussprechen, nicht auf Begeisterung stoßen. Und die meisten Schweizer werden sich sagen, gut, dass wir bei dem Verein nicht dabei sind. Ja, ich kann für die Schweiz nicht sprechen. In Deutschland gibt es traditionell, also dieses Thema ist ganz spannend, dieses Thema gemeinsame Verschuldung, weil das ist traditionell ein Zankapfel zwischen nicht nur Deutschland und Frankreich, sondern auch zwischen Nordeuropa und Südeuropa. Und das heißt, seit Jahrzehnten hat man diese Diskussion, man kennt die unterschiedlichen Ansichten, die unterschiedlichen Analysen sehr gut. Und die sind relativ stabil geblieben in den letzten Jahren. Und trotzdem ist in den letzten Jahren wegen der Corona-Krise ist Bewegung da ins Spiel gekommen. Es ist was passiert. Also es ist weniger, diese Trennlinie ist weniger klar als vor einigen Jahren. Und ich denke, dass man auch in Deutschland froh ist über diese Entscheidung, die mitten in der Corona-Krise getroffen worden ist. Zu sagen, wir brauchen eine europäische Lösung, weil wenn jeder für sich handelt als Nationalstaat, dann gehen wir nicht so weit. Die Frage ist, wie man das Ganze koordiniert und vor allem, was man mit diesem Geld macht. Also nicht nur, es geht nicht darum, Geld zu nehmen für Sozialtransfers, sondern auch welche Projekte.
Da würde ich jetzt sagen, da wird Frankreich immer irgendeine etatistische Lösung einfallen. Aber die Währungsgeschichte Europas beginnt ja nicht mit dem Euro. Wir haben ja eigentlich seit den 70er Jahren konstant das Problem, dass die D-Mark zu stark ist, dass der Franc zu schwach war. Und dahinter lag immer das Problem, die deutsche Wirtschaft ist deutlich stärker als die französische. Und die ersten Jahre des Euro funktionierten deshalb so gut, weil die deutsche Wirtschaft in den 90er Jahren relativ schwach war. Als sich das dann ab Mitte der Nullerjahre zu ändern begann, war es auch nicht mehr weit bis zur Krise des Euro. Also das Fundamentalproblem ist die unterschiedliche Wirtschaftsstärke zwischen Deutschland und Frankreich. Und daran sehe ich nicht, dass sich da etwas ändert. Na, ein Problem ist auch die Industrie in Frankreich. Und dann vielleicht, um einen Schritt zurück zu machen, auf die Frage Malaise in der französischen Gesellschaft, wie kann man die Leute mitnehmen und erreichen, dieser Prozess der Deindustrialisierung, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, hat auch sehr klar dazu beigetragen, dass also Arbeitslosigkeit auf jeden Fall, fehlende Perspektiven für einen Teil der Bevölkerung, der nicht unbedingt in die Stadt will oder nicht kann. Und das ist ja Industriepolitik, und da sind wir auch bei dem Thema Energiepolitik, welche Projekte da entstehen können. Das ist auch ein Riesenproblem und auch eine Riesenbaustelle, auf jeden Fall. Wir reden von Europa. Marine Le Pen ist antideutsch, antiamerikanisch, antieuropäisch und pro-russisch. Es scheint, und dennoch hat sie 40% geholt. Es scheint also, dass die Idee eines westlichen Zusammenhang, eines westlichen Projektes in Frankreich nicht mehr sehr viele Freunde hat. Und das gab immer schon Gaullismus, aber das scheint sich jetzt zu akzentuieren. Das würde ich anders sehen. Ich denke vor allem, dass diese Themen in dem Wahlkampf fast keine Rolle gespielt haben. Diese Themen Europapolitik, Außenpolitik, sind Themen, die die Kandidaten natürlich angesprochen haben und besprochen haben, auch in dem Fernsehduell zwischen Le Pen und Macron, wo das thematisiert. Zum ersten Mal sind Europa- und außenpolitische Themen an zweiter Stelle thematisiert worden. Aber dennoch waren das keine Schlüsselthemen, keine relevanten Themen für den Großteil von der Bevölkerung. Was eine Rolle gespielt hat, also das sieht man jetzt in den Umfragen nach der Wahl, warum haben sie sich dafür entschieden? Das Thema Kaufkraft, das Thema soziale Gleichheit, Schulsysteme und Sicherheit, also eher innenpolitische Sicherheit, auch das Thema Migration. Aber Russland, und das ist ja, also viele haben gedacht, naja, mit der Position, die Marine Le Pen hatte in der Russlandpolitik gegenüber Russland, als sie zum Beispiel Wladimir Putin besucht hat, mit der Finanzierung von ihrem Wahlkampf und so weiter, das ist für sie wirklich Gift. Das war kein Gift, weil das hat die Leute nicht interessiert. Sie haben, die meisten Wählerinnen und Wähler, haben Marine Le Pen mit was anderes als eben Russland und NATO in Verbindung gesetzt. NATO, das war auch kein Thema, obwohl man denken könnte, naja, Krieg, Ukraine, NATO, das ist entscheidend. Nicht in diesem Wahlkampf, weil die Sorgen der Menschen andere sind, woanders sind. Das war wirklich erstaunlich zu sehen, wie wenig das Thema Ukraine eine Rolle gespielt hat in diesem Wahlkampf. Aber man kann es ja dann auch anders drehen. Macron möchte ein starker Staatsmann in Europa sein. Aber kann er das überhaupt bei all den innenpolitischen Problemen, über die wir uns jetzt 40 Minuten unterhalten haben? Macron wird sich
stärker, als er das möchte. Ich bin nicht in seinem Kopf, aber ich denke, er hat eine Leidenschaft für Europa und außenpolitische Themen. Er wird sich stärker, als er es möchte, auf Innenpolitik konzentrieren müssen. Also auf die Menschen gehen müssen, Sozialpolitik, wie gesagt, Reform des Schulsystems, also all diese Themen, die mit der EU nicht viel zu tun haben. Und dennoch kann man heutzutage Innenpolitik von der Europapolitik nicht mehr trennen. Und also jetzt endet in der ersten Jahreshälfte hatte Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft inne. Es wird jetzt beendet nach dem Sommer und Macron wird trotzdem versuchen, weiterhin Initiativen zu ergreifen. Ich denke vor allem mit Deutschland zusammen, aber nicht nur, um diese Themen Europa und nochmal Wirtschaftspolitik in der EU, Energiepolitik in der EU voranzutreiben. Aber das ist ein gewisser Widerspruch. Sie sagen einerseits, er wird diese Initiativen ergreifen, auch um seine wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Andererseits sagen Sie, er muss sich auf die Innenpolitik konzentrieren. Das geht aber nicht richtig zusammen. Naja, ich meine, klar, mehr, also den Fokus stärker auf Innenpolitik zu legen. Aber trotzdem kann man in einem Land wie Frankreich, also Gründungsmitgliedsstaat von der EU, von der europäischen Integration, kann man nicht so tun, als würde die EU nicht existieren. Also insofern Fokus, aber natürlich auch mit EU-Ausblick. Und vor allem, und das ist wichtig, die EU, die europäische Integration bzw. europäische Projekte können ein Hebel für die Innenpolitik sein. Also EU-Politik heißt nicht unbedingt, wir wollen auf der internationalen Bühne auftreten und uns groß zeigen, sondern auch Projekte, Finanzierung von Projekten, die dann, die dann Vorteile für die Innenpolitik bringen. Gleichzeitig sieht man aber, dass von dem berühmten deutsch-französischen Motor, von der Achse, wie es auch mal hieß, im Moment nicht so viel übrig geblieben ist. Macron kämpft mit innenpolitischen Problemen, das haben wir besprochen. Deutschland hat die Dominanz in Europa, die es mit und nach der Eurokrise hatte, weitgehend verspielt. Von Deutschland gehen im Moment auch keine Initiativen aus. Also gehen wir da nicht eher in eine Phase der Stagnation in der EU? Ich denke nicht. Also ja, im Moment, diese Momentaufnahme, die Sie schildern, die stimmt. Frankreich im Wahlkampf, das war eine schwierige Zeit. Das wird noch bis zur Parlamentswahl eine schwierige Zeit bleiben. Und Deutschland muss sich neu sortieren, zum ersten Mal auf Bundesebene mit einer Ampelkoalition. Das ist klar, es sind unterschiedliche Rhythmen, es sind andere unterschiedliche Art und Weisen, Politik zu machen und sich vor allem auf Innenpolitik zu konzentrieren. Aber in den letzten Jahren, nochmal, in der Corona-Krise, da haben Deutschland und Frankreich gut zusammengearbeitet. Sie haben sich zurechtgefunden. Und ich erwarte, dass jetzt nicht, also im Mai, Juni, dass jetzt neue Initiativen kommen. Der Wunsch ist da. Auch aber wenn ich Sie ganz kurz noch unterbrechen darf. Stimmt da alles für die Zeit vor Ukraine, vor dem Ukraine-Krieg. Jetzt sehen wir aber, wer gibt den Ton im Moment an? Das sind wieder die Vereinigten Staaten. Das ist Großbritannien mit seinen Waffenlieferungen. Das ist Polen. Deutschland und Frankreich sind bei der Abwehr von Putin, spielen sie eine untergeordnete Rolle. Ist das nicht die neue Machtverteilung in Europa? Na genau, diese Momentaufnahme. Der Krieg in der Ukraine ist relativ neu. Und das ist genau diese Situation mit neuer Bundesregierung, mit Wahlkampf in Frankreich. Ich denke wirklich, dass sich beide Regierungen jetzt neu sortieren werden und dass sie auch und ausgerechnet gegenüber Russland eine Rolle zu spielen haben. Aber vielleicht wartet niemand auf Paris und Berlin, weil die Musik in Washington, in London oder in Warschau spielt.
Ja, vielleicht. Also in Washington auf jeden Fall. Also da haben die USA natürlich eine starke Rolle zu spielen. Deutschland und Frankreich werden allein, also Sie haben das Wort Achse verwendet. Ja, Deutschland und Frankreich werden als Achse allein nicht viel weiterkommen werden. Aber ich denke, eben wenn Sie in der Lage sind, Warschau und zum Teil auch London, aber vor allem Warschau, da mit Warschau zusammenzuarbeiten, dann ist das eine starke Konstellation, weil die Ansichten, die Traditionen, die Geschichten andere sind und weil sie zu dritt, Paris, Berlin, Warschau, ein starkes Dreieck bilden, wo man da gegenüber Russland auftreten kann. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Frau Dümmis, mir herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, am 12. Juni bei NZZ Standpunkte.